Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gleiches Recht für alle, so lautet ein Grundsatz, für den wir schon immer streiten. Gleiches Recht für alle sollte somit auch in der sozialen Marktwirtschaft, also für alle Marktteilnehmer, gelten. Betrachtet man das Taxigewerbe im Vergleich zu den Mietwagen, denn so nennt das weltweit bekannte Unternehmen Uber seine Fahrzeuge bei uns, dann merkt man recht schnell, dass die Situation zwischen diesen Anbietern vollkommen im Ungleichgewicht ist und somit der vorgenannte Grundsatz nicht gilt. Meine Damen und Herren, ein Taxifahrer benötigt eine Ortskenntnisprüfung und viele Taxifahrer sprechen dabei von einem Kleinstudium. Denn die Fahrer müssen nicht nur die kürzesten Routen kennen, sie müssen ebenfalls wissen, welche Sehenswürdigkeiten sie auf der Fahrstrecke passieren und ob die Objekte eine Zufahrt oder nur eine Haltebucht bieten. Die Fahrzeuge selbst müssen stets in einem technisch einwandfreien Zustand sein. Die Insassen sind während der Fahrt versichert. Der aber wichtigste Punkt von allen vorgenannten Dingen ist, Taxifahrer ist ein sozialversicherungspflichtiger Beruf. Die einzige Qualifikation für einen Mietwagenfahrer besteht darin, dass sie ein Auto und einen Führerschein haben müssen. Den kleinen Personenbeförderungsschein kann man leicht beantragen. Er wird per Post übersendet und schon kann man als Uber-Fahrer beginnen. Die Ortskundeprüfung wird im Gegensatz zu den Taxifahrern nicht benötigt, nicht einmal eine vereinfachte Form. Die Fahrzeuge sollen technisch in einem guten Zustand sein, müssen sie aber nicht. Und ein weiteres großes und noch nicht abschließend geklärtes Problem gibt es auch hinsichtlich des Versicherungsschutzes für Insassen. Mietwagenfahrer mögen vieles sein, aber ganz klar ist, das Betätigungsfeld eines Mietwagenfahrers ist keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Ein weiterer Punkt ist folgender. Während Taxis, das von den Fahrern liebevoll Fiskaltaxameter genannt, verwenden und auf direktem Wege zum Zielort fahren müssen, sieht dies bei Mietwagenfahrern ganz anders aus. Bei Uber steht der Preis zu Beginn der Fahrt bereits fest, der Weg zum Ziel bleibt allein dem Fahrer überlassen und daraus ergibt sich folgendes Problem. Das Finanzamt schreibt einen gewissen Mindestumsatz pro gefahrenem Kilometer vor. Wenn dieser nun beispielsweise bei 1,20 Euro liegt, so wird der Taxifahrer diesen Umsatz durch die gesetzlich vorgegebene Tarife natürlich auch erreichen. Und dadurch unterliegt er der 1%-Regelung für Dienstfahrzeuge. Der Uber-Fahrer könnte den Umsatz pro Kilometer ebenfalls erreichen. Er jedoch hat die Möglichkeit, einen Umweg zu fahren. Durch diese Mehrkilometer wiederum sinkt der Umsatz pro Kilometer. Wenn der Uber-Fahrer dadurch nicht den Mindestumsatz einfährt, wird die 1%-Regelung nicht angewendet und somit eine Privatnutzung unterstellt. Dies schlägt sich für den Uber-Fahrer in einem wesentlich finanziellen Vorteil nieder. Dies ist eine Ungerechtigkeit für die Taxifahrer und kann so nicht hingenommen werden. Schauen wir auf den nächsten Sachverhalt. Über die Preisbildung schweigt sich Uber regelmäßig aus. Das eingesetzte System von Uber nennt sich liebevoll dynamische Fahrpreisanpassung. Der dahinterstehende Algorithmus errechnet anhand der Umstände während der Anfrage die Auslastung der anderen Anbieter. Es dürfte klar sein, dass das Angebot an freien Fahrzeugen bei schlechtem Wetter gering ist, weil eben viele Menschen mit einem Taxi oder Mietwagen fahren wollen. Das System schraubt den Preis also entsprechend hoch. Wenn Preise so dynamisch durch einen Algorithmus an die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden, dann ist dies in einer sozialen Marktwirtschaft als sehr kritisch anzusehen. Solche Preisanpassungen finden auch im Touristiksektor statt, aber in diesem Sektor ist marktwirtschaftliche Konkurrenz vorhanden und die wirkt regulierend. Den Mietwagenfahrern stehen nur die Taxis gegenüber, denen Preise und rechtliche Bindungen vorgegeben wird. Ein marktwirtschaftlicher Ausgleich kann hier nicht stattfinden. Aus diesem Grund muss es eine ordnungspolitische Regelung geben. Die AfD steht ganz klar zu fairem Wettbewerb. Wir bekräftigen das eingangs Gesagte, gleiches Recht für alle. Wir fordern, dass alle, und ich wiederhole, alle Bedingungen und Voraussetzungen für die Taxi- und Mietwagenfahrer gleich sind.
Dies beginnt bei der Arbeitszeiterfassung, geht weiter über den Mindestumsatz pro Kilometer sowie die Abschaffung der dynamischen Fahrpreisanpassung und endet nicht zuletzt beim Schutz der Mitarbeiter und Verbraucher. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam für die Anpassung der Regeln arbeiten. Wir stehen dafür gerne zur Verfügung. Vielen Dank.